Und Charlie, hallo Leute, mein Name ist Gutko und willkommen zurück zu Let's Play Volgar the Viking. Wir sind immer noch im zweiten Abschnitt der dritten Welt. Oh yeah. Okay, und wir sind schon ziemlich weit gekommen letztes Mal, aber irgendwie hatte das Spiel gemeint, nö, du musst sterben. Es wäre auch ein Wunder, wenn ich mal eine ganze Welt in einem Part schaffen würde. Das würde mich ziemlich überraschen, um ehrlich zu sein. Damit rechne ich schon gar nicht mehr. Wow, Volgar, was zur Hölle? Ernsthaft? Jetzt sabotierst du mich schon gleich am Anfang? Oh, diese Geister, die da immer auftauchen. Dann machen wir es halt so. Das war gerade dumm. Aber egal. Trotzdem geschafft. Hi, Skelettkrieger. Oh yeah. Okay, ich hab's immer noch ziemlich laut. Einen Moment, bitte. Oh, okay, jetzt habe ich es mal auf eine angenehme Lautstärke runtergeschraubt. Ach, schade. Hätte da... irgendwas stimmt gerade nicht. Nimm das auf. Okay, jetzt müsste wieder alles funktionieren. Hallo, du nochmal! Das war dumm von mir. Dummi, dummi, dumm von mir. Dummi, dummi, dumm von mir ist eigentlich Thor's Blessing. Das Item ist immer da, Thor's Blessing. Aber ich frage mich, es ist die dritte Welt, habe ich in den ersten zwei Welten so ein Secret Item verpasst? Wenn ja, wäre das ziemlich schade. Nein. Blöd wie ich bin, habe ich ja mein Helm verloren, sonst hätte ich jetzt mein Feuerschwert schon gehabt. Das wäre natürlich grandios gewesen. Okay, 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 Moment. Hör auf die ganze Zeit zu spawnen, bitte. Das ist so nervig. Da oben sind zwar nur Schätze, aber egal. Naja, okay, nein. Ich ignoriere es lieber. Oh, was kommt? Ja. Okay. Dann kann ich ja jetzt auch den Schatz da oben holen. Oder die Schätze, die Edelsteine. Oh, diese Geister, die ganze Zeit spawnen, die machen doch einen wahnsinnig. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Oh, oh. Hier will ich mal unbeschadet durchkommen. Das ist leider auch nicht so einfach. Ich hab's geschafft. Hehehe, sehr gut. Ich hab meinen Helm und bin hier und das war letztes Mal nicht so. Deswegen macht sich das so glücklich. Bipipo, bipo, bipo. Dich töten wir zuerst, falls ich hier mal runterfliege. Okay. Hier kommen ganz viele Spinnen an den Decken die ganze Zeit gelaufen, weil wir hier auf diese Art und Weise zu einer Truhe gelangen, glaube ich. Hi! Bei dieser Spinne muss man jetzt besonders aufpassen. Genau deswegen, das hatte ich vergessen, dass die... Nein, ich hätte es nicht vergessen, aber... Naja. Und es ist vorteilhaft, dass man das mit den Stacheln, das man gerade hier rechts noch gesehen hat, das hatte ich beim letzten Mal nicht gemacht. Das habe ich jetzt auch nicht vorzumachen, sondern lieber diesen Weg hier zu benutzen. Vor allem, wenn man dadurch auch belohnt wird. Das scheint mir auch schwieriger zu sein, der andere Weg. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum ich das machen sollte. Okay, wenigstens Helm wieder. Das ist gut. Das ist okay. Soll ich jetzt... aufpassen. Oh! Ich wusste gar nicht, dass ich den Boden kaputt machen kann. Boss? Schon? Der dritte Boss? Cool. Was zur Hölle bist denn du? Okay. Das war knapp. Nein! Ja. Hallo. Ich muss ja den Boss erstmal verstehen oder erstmal kennenlernen, bevor ich ihn auch besiegen kann. Naja. Du. Du. Komm. Du und du. So müsste ich es schneller hinkriegen. Du und du. Okay. Und Thor's Blessing. Mal gucken, ob ich es schaffe, das Feuerschwert bis zum Boss mitzunehmen. Ich bezweifle es zwar, dass ich das so lange behalten kann, wenn ich es überhaupt kriege, aber naja. Man soll nicht so schnell aufgeben. Ich würde sagen, man soll nicht den Tag vor den Abend loben, aber das ist ja eigentlich was Schlechtes. Feuerschwert! Naja, also doch noch Hoffnung. Hi. Wow! Du! Ich glaube, du hängst. Du! Hehehe! Was für eine geniale Kombo. Alle Gegner eigentlich ausgeschalten. Hi. Auf den Schatz verzichten wir einfach da unten. Da oben. Jetzt geht's darum, hier unbeschadet durchzukommen. Oh, du. Perfectus Maximus. Perfectus Maximus.
Moment, mir fällt gerade ein, wenn ich schaffe, die, wenn ich die hier schon vorher töte, habe ich nachher nicht so viel Stress, falls ich runterfliege. Okay. Ich weiß auch, wie ich es mit der Einspinne mache, die auf dem Boden rumläuft da hinten. Da habe ich doch eine ganz gute Idee. Was heißt ganz gute Idee? So sollen wir es wahrscheinlich machen. Einfach kurz zur Kette hinspringen und dann gleich wieder zurück. Und wenn ich richtig gut bin, schaffe ich sogar mit. mit Toast Blessing zum Boss zu kommen. Ich darf jetzt nur nicht einmal getroffen werden. Nein, nicht du! Na, okay, 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 okay. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nur so irgendwie immer runterdrück. Okay, ich will kein Item verlieren. Du Volga, du Verrückter! Perfekt. Oh, Leute! Mit Feuerschwert beim Endgegner, hurra, hurra. Mit Feuerschwert beim Endgegner, hurra, hurra. Mit Feuerschwert beim Endgegner, das macht mich glücklich. Ja, wie soll ich das denn ausweichen? Ich kapier's doch einfach nicht. Noch ein drittes Mal und ich bin tot. Ah, ich kann hier stehen bleiben. Oh, bub, bub. Bleib mir fern. Was machst du? Nein! Okay. Wenn das dein Angriffsbooster ist und bleibt, dann weiß ich, wie ich ihn besiegen kann. Also, auf geht's nochmal zu dem Boss. Okay. Jetzt bin ich mittlerweile wieder hier, aber ich habe nur mein blaues Schild. Ich habe nicht mal ein Hemd. Ich habe gar nichts. Entschuldigung, musst du mich korrigieren. Das heißt, das wird ein Eintrefferkampf. Der muss mich nur einmal treffen, Entschuldigung. Und dann habe ich schon tot. Also es dürfte ziemlich schwer werden, ihn zu besiegen. Aber ich werde trotzdem nicht gleich aufgeben. Ich bin dabei sowas ziemlich hartnäckig. Ah, jetzt fliegt er natürlich nicht so. Okay. On Highway to Hell. Ich habe die Errungenschaft bekommen, weil ich einen Speer. Also, ich hatte dem Gegner ja einen Speer hin aufs Schild geworfen. Bin darin. Aus Versehen auf dem Speer gewesen und der hat mich rumgetragen und deswegen habe ich die Errungenschaft bekommen. Auch nicht schlecht. Dafür, dass es nicht mit Absicht war. Ich frage mich. Moment mal. Konnte ich da hinten nicht Boden kaputt machen? Warum kann ich es hier nicht? Weil ich würde gerne wissen, wo mich das hinführt, da hinten. Werden wir wahrscheinlich wohl nie herausfinden, wie es aussieht. So ein Beschiss! Okay, ich habe Toast Blessing, ich habe Feuerschwert. Jetzt muss ich damit nur wieder zum Endgegner kommen. Und Toast Blessing beschützt mich wenigstens vor einem Mal. Das ist ja noch gut dann. Komm. Bumm. Und zweite Spinne. Baum! Und weil es so toll war, kommt noch die dritte Spinne. Baum! Und tschüss, Spinnchen. Oh, war das knapp, war das knapp, war das knapp. Huh, das hätte mich so aufgeregt. Whoop! Jetzt kommt er auf einmal hinter mir, der Penner. Oh oh. Bleib mir fern! Okay, das war's mit Toast Blessing, aber das ist auch noch okay. Jetzt muss ich nur da wieder durchkommen ohne. Ich hasse diese Stelle. Auch wenn die vielleicht nicht so schwer aussieht. Die ist aber ziemlich beschissen. Bescheiden, Entschuldigung. Okay. Okay. Huh, geschafft. Das heißt, wenn jetzt Volga mitmacht, komme ich mit Feuerschwert. Oh, zum Endgegner. Okay. Aber das Problem ist am Anfang. Ich weiß nicht, wie ich am Anfang dem ausweichen soll. Ich probiere mal was. Ja, toll. Vielleicht klappt das irgendwie. So ungefähr. Okay, perfekt. Das funktioniert sogar. Haha, Treffer. Okay, Treffer. Stirb, stirb, stirb. Das spawnt den Gegner. Oh oh. Fuck! Ja. Egal, egal. Er scheint aber nicht unmöglich schwer zu sein. So. Wenn wir es jetzt schon hinsetzen, so wie ich es gerade gemacht habe, den Speer. Dann dürften wir ziemlich schnell ausweichen können. Hi! So ungefähr. Du darfst sterben. Danke. Okay, gleich Speer wieder hinwerfen. Und werfen und werfen. Okay, so, so, so. Eigentlich muss man so lange nur durchhalten, bis man es halt dann geschafft hat. Glaube ich. Es dürfte ein ziemlich einfacher Bosskampf dann werden. Ha! Außer er spawnt jetzt die roten Skelette. Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein echtes Problem. Okay, macht er nicht. Gott sei Dank. Warum kann ich manchmal Speere länger werfen und manchmal nicht? Das verstehe ich nicht.
Okay. Oh, das wollte ich gar nicht. Egal. So. Ja, das wird viel Zeit kosten, wie ich das gerade mache, aber egal. Hauptsache, ich sterbe nicht. Komm. Hi. War das knapp. Boah, wie viel hältst du denn aus? Komm schon. Langsam wird's langweilig. Junge. Oh, oh. Okay, Biku, Biku. Also, ganz ehrlich, Welt 3 ist die einfachste Welt bis jetzt. Und der Boss ist ja auch nicht ziemlich schwer, wenn man aufpasst, wenn man weiß, wie man ausweicht. Ich meine, das könnte man jetzt über jede Welt und jeden Boss sagen, aber es ist bei Welt 3 wirklich so. Und das fällt auf, finde ich. Außer er verändert sich noch. Was ich nicht hoffe. Und so finde ich es gerade eigentlich ganz angenehm. Komm. Oh, Junge. Wie lang denn noch? Lol, das war's schon. Der Boss war so einfach. Oh yeah. Welt 3 erledigt. Woo! Das war wirklich einfach. Also, auch wenn ich das jetzt immer wieder sage, Welt 3 war mega billig. Oh yeah. Gib mir die Schätze. Diesmal habe ich aber deutlich weniger Schätze, leider. Als in den ersten zwei Welten. Und irgendwie finde ich aber eins komisch. Die oberen zwei sind golden angezeigt. Das obere, der goldene Helm. Das zweite goldene Dreizack, der irgendwie leuchtet. Und das dritte ist jetzt nur dem sein Helm. Und es sieht nicht mehr besonders aus. Deine Augen gehen wieder an. Nur noch zwei Welten. Wuhu, ich bin so glücklich. Bibidobau. Und auf zu Welt 4. Das sieht gleich mal viel schlimmer aus. Okay, High-Feuerkugel. Nicht deine Bekanntschaft zu machen. Was? Okay, das brennt noch eine Weile. Okay. Neue Gegner. Neues. Nein, ich darf ihn. Bitte sag mir nicht, ich darf ihn nicht angreifen. Das ist. Das wäre die Hölle. So, kurz warten. Okay. Ich darf ihn nicht angreifen. Ach so, er hat mich noch mit der Feuerkugel getroffen. Ich darf ihn doch angreifen. Huh. Ja, was ist mit dir da? Wo? Das war ein Zestbot-Attentat, wie im Bilderbuch steht. Yeah, blaues Schild. Was war. Ich bin immer noch verwirrt durch den Schwertkämpfer, aber. Er wollte es so, als. Oh, rote Tropfen, die Feuer hinterlassen. Und die spawnen auch noch wieder in so einer Säule. Das wird lustig. Du tot, du tot, du tot, du tot, du tot, du tot, du tot. Okay, ich darf durch. Au, 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 au. Schnell durch, schnell durch. Alles ignorieren. Ich will eigentlich gar nicht so arg lang weitermachen. Ich interessiert es gerade nur, wie weit ich komme. Auf einen Schlag. Oh, oh, das war dumm. Okay. Gut, das war's aber für heute mit Let's Play Volgar the Viking. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei. Bis dahin und bye bye.